Hallo bei Björn spielt an. Heute möchte ich euch das Spiel Leuchtturm Ahoi vorstellen. Ein Spiel für 2 bis 4 Spieler aus der Gerhards Spielewerkstatt. In Leuchtturm Ahoi ist es unser Ziel, in 3 Runden den schönsten oder die schönsten Leuchttürme zu bauen. Und die Leuchttürme bestehen aus einem Basisteil, abwechselnd roten und gelben Scheiben und einem Dach. Wenn ich an der Reihe bin, darf ich mit diesen 5 Würfeln bis zu 3-mal würfeln. Und als allererstes brauche ich ein Basisteil. Das bekomme ich, indem ich eine kleine Straße würfel, in diesem Fall zum Beispiel hier 1, 2, 3. Dann darf ich mir aus dem allgemeinen Vorrat dieses Basisteil nehmen. Mit den anderen beiden Würfeln dürfte ich jetzt sogar noch weiter würfeln, bis zu 3-mal, wie gesagt. Schaffe ich es, ein Pärchen zu würfeln, darf ich mir eine rote Scheibe nehmen. Schaffe ich es in meinem Zug, einen Drilling zu würfeln, darf ich mir eine gelbe Scheibe nehmen. Ich kann natürlich auch in meinem Zug, wenn ich es schaffe, mir dann am Ende eine rote und eine gelbe Scheibe nehmen. Sollte ich es am Ende schaffen, hier dieses Full House zu erwürfeln, darf ich mir ein Dach nehmen und meinen Leuchtturm abschließen. Ich steige damit dann auch aus der aktuellen Runde aus. Sollte es mir gelingen, eine große Straße zu würfeln, also zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5. Dann darf ich mir von einem Mitspieler ein beliebiges Teil, zum Beispiel das Dach oder eine Scheibe, wenn er noch kein Dach hat, nehmen und bei mir einbauen. Das Ganze geht über 6 Runden, die mit diesem grünen Würfel angezeigt werden. Und danach wird jeder Leuchtturm gewertet. Und zwar bekommt man für das Basisteil einen Punkt, für eine einzelne Scheibe bekommt man einen Punkt. Wenn man es aber schafft, eine Kombination aus Rot und Gelb zu machen, bekommt man 3 Punkte. So, und für das Dach bekommt man ebenfalls 3 Punkte. Sollte man es schaffen, diesen perfekten Leuchtturm hinzubauen, sprich Rot, Gelb, Rot, Gelb, Rot, Gelb, Rot und ein Dach, wäre er normalerweise 14 Punkte wäre. In diesem Fall bekommt man sogar einen Bonus von 2 Punkten und hätte damit 16 Punkte erreicht. Sollte am Ende der 6. Runde kein Dach auf meinem Leuchtturm sein, bekomme ich leider 2 Punkte Abzug. Das Ganze spielt man über 3 Runden. Nach jeder Runde, wie gesagt, werden die Punkte gezählt. Wer am Ende von den 3 Runden die meisten Punkte hat, ist der beste Leuchtturmbauer und gewinnt das Spiel. Ich hoffe, die kleine Regelerklärung hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!